Heidiho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe in Lego. Das letzte Mal sind wir dem Balrog entkommen und nun geht es weiter mit der Story. Ja, ich rede ein bisschen schnell, ich weiß auch nicht warum, ich bin jetzt zu in dem Spielfieber. Weißt du, wie die Orks zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten? Einst waren sie Elben. Doch wurden sie vom dunklen Herrscher unterjocht, gefoltert und verstümmelt. Eine zerstörte und schreckliche Lebensform, die nun vollendet ist. Einer der Halblinge trägt etwas von großem Wert bei sich. Bringt sie mir lebendig und unversehrt. Tötet die anderen. Hey. Saruman. Oh je. Das wird ein heftiger Gegner, habe ich das Gefühl. Wobei, der Troll war auch nicht ohne. Also der Troll war bisher der schwerste tatsächlich. Ja, Frodo kann einfach mal so einen Stein zerschlagen. Ach ja. Jetzt haben wir leider Gandalf verloren in der letzten Folge. Aber wir haben mit Gandalf den Balrog ordentlich eingeheizt. Obwohl ja der Balrog der Feuerdämon ist, nicht Gandalf. Aber Gandalf ist Herr des Feuers von... Ich hab's vergessen. Schau den Film nochmal an, da kommt's drin vor. Oder liest das Buch, das ist noch besser. Da steht nämlich viel mehr drin. Ja, auch mehr als man hier spielen kann. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was man mit so einem blöden Zeichen machen kann. Und keiner konnte es mir bisher in den Kommentaren schreiben. Das wundert mich ein bisschen. Gut, ich habe auch keine Millionen Klicks wie Gronkh. Wenn Gronkh das fragen würde, hätte er sofort eine Antwort. Innerhalb von 2 Sekunden 2 Millionen Antworten. So, wir müssen jetzt zum Wald von ich kann den Namen nicht mehr. Lothlorien? Keine Ahnung. Da, wo die Elbenkönigin ist, auf jeden Fall. Die auch einen Ring der Macht hat. Ja, aber ich will ja nicht spoilern. Also ich glaube zwar, es kennt jeder den Film und weiß, wie es ausgeht, aber trotzdem will ich nicht zu viel verraten. Und hier ist eine Höhle. Und hier wieder ein Busch. Führt direkt zu einem Busch. Das ist mein kleiner geheimer Tunnel. Der führt direkt zu einem Busch. Du kannst... Achso, ich habe die Fiole ja noch gar nicht. Die kriegen wir jetzt dann erst. Ach, schon wieder gespoilert. Verdammt. Ja, bevor ich noch weiter spoiler, gehe ich lieber rein, bevor ich... Ich wollte speichern. Eure Fahrt steht auf Messers Schneide. Geht nur um ein weniges Fehl. Und sie wird scheitern. Hä? Mögen diese Mäntel euch helfen, euch den Blick unfreundlicher Augen zu entziehen. Und für dich, Samwise Gamgee, Elbenseil aus Hitlein. Ich danke euch, Herren. Leb wohl, Frodo Beutlin. Ich schenke dir das Licht Erendils. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Oh. Echt cool. Hey,
Wo lang? Hier lang. So. Ich drück doch X. Aber ich kann irgendwie nicht. Ah, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Ah. Hey, coole Statuen. So in Lego sehen die ja echt cool aus. Und es kommt schon wieder eine Zwischensequenz. Das wirkt doch ein bisschen viel Zwischensequenz. Aber ich finde es gut. Wir haben das erste Buch fast durchgespielt. Wegen einer einzigen Wurst. Überqueren wir den See. Wir verstecken die Boote und gehen zu Fuß weiter. Wir nähern uns Mordor vom Norden her. Wir sollten aufbrechen. Noch nicht. Orks bewachen das Ostufer. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit. Wo ist Frodo? Keiner von uns sollte allein wandern. Du am allerwenigsten. Ich weiß, warum du die Einsamkeit suchst. Es gibt andere Wege, Frodo. Andere Pfade, die wir einschlagen können. Ich weiß, was du sagen willst. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Warnte? Ich trachte dort nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen. Wenn du mir den Ring nur leihen würdest. Nein. Du Narr! Er sollte mir gehören! Gib ihn mir! Ich finde übrigens die Voice Acting von dem Spiel gar nicht schlecht. Die ist echt nicht von schlechten Eltern. Ich glaube, stellenweise wurden sogar die Originalsynchronstimmen benutzt. So, zumindest klingt das so. Und wenn ja, finde ich das schon sehr, sehr nice. So, ich würde eigentlich lieber auf Boromir werfen, aber naja. Frodo. Es tut mir so leid. So. Das Interessante, man kann Lego der Herr der Ringe übrigens die zwei zocken, habe ich jetzt rausgefunden, aber nur an einem Rechner. Und da ich keinen kenne, der mit mir zocken will, spiele ich das alleine durch. Ja. Bin ich ja gewohnt. Niemand will mit mir zocken. Aha, jetzt komme ich hier oben raus. Und was kann ich hier tun? Ich kann hier irgendwie rein gar nichts tun. Hier kann ich was rumschieben. Frodo. Aha, gut. Du bist dem Tod geweiht. Und wir mit dir. Auf jeden Fall alles sehr gut inszeniert. Vor allem, dass es sich auch. Es ist zwar im Prinzip jedes Mal dasselbe, entweder man muss was kaputt schlagen oder irgendwie durchkriechen oder was bauen, aber es ist immer trotzdem gefühlt etwas anderes. Also es macht trotzdem jedes Mal Spaß. Finde ich zumindest. So, und wir haben ja gerade mal jetzt dann das erste Buch durch. Es folgten ja noch zwei. Da bin ich echt mal gespannt. Und plötzlich hat er keine Finger mehr. Kann man wieder was bauen? Ach, sie will eine Treppe. So. Hier entlang. Und jetzt? Ah, okay. Ja, dann verfluch uns eben. Wir sind schon vom Fluch gezeichnet. Wir haben haarige Füße. Meinst du, das macht Spaß?
Ja, mit purer Faust. Stein, bleib da! Ich will dich zerstören! Kann ich den packen? Nö. Interessant. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. So. Gib ihn mir! Nein! Oh. Geh weg, du Pedobär! So, und jetzt? Oh. Können wir hier einfach weiter? So. Wo kommen wir hier raus? Und vor allem, war das so gewollt? Irgendwie glaube ich ja nicht, dass das so gewollt war. Aber hier oben scheint es weiterzugehen. Ja. Zumindest gehen hier die Pünktchen hier durch. Aha. Wenn ich wüsste, was die da erzählen. Ja, jetzt zieh den Scheißring aus. So, endlich Aragorn. Darf ich speichern? Ich will doch speichern. Eine gute Idee. Ich möchte speichern, Leute. Das kann man auch zerstören, sicher? Ah, nee, noch ins Wegfackeln. Hier leuchtet was und ich weiß nicht, was es bedeutet. Ah, ich kann hier speichern. Nee, ich kann hier nicht speichern. Warum kann ich hier nicht speichern? Ich möchte doch nur hier speichern. Ich kann nur... Wie jetzt? Hat einer von euch eine Fackel dabei? Irgendwie ja nicht. Dann machen wir eben unsere Boote kaputt. Na, geht ja wohl nicht. Ich brauche doch Feuer. Hier habe ich eine Fackel. Guck mal, eine Fackel. Ich habe eine Fackel. Ich bin der Fackelträger. So. Und jetzt burn, baby, burn. So, hier könnte man eigentlich was aufgraben, aber Sam ist ja nicht da. Der böse, böse Bube. Kann ich jetzt speichern? Kann ich jetzt speichern? Kann ich jetzt speichern? Ich möchte doch nur speichern. Die Folge ist doch bald zu Ende. Ach man, oh. Hoffe ich bald, dass dann bald wieder ein Checkpoint kommt. Oder es wird wieder eine überlange Folge. Das kann ich euch vielleicht auch anbieten. Ich weiß nämlich nicht, wie die anderen Folgen geworden sind. Ja, ich habe das ja immer noch nicht. Hier ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. So, hier hoch. Und da kann ich dann bisschen meinen Bogen zücken. Das Ei ist auch mal einfach so weggeflogen. So. Bastel, 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 bastel. Finde ich übel. Was ist das? Oh. Doing. So. Übrigens finde ich es lustig, ich spiele gar nicht so gern Aragorn. Irgendwie. Ich habe mich so drauf gefreut, Aragorn spielen zu können. Jetzt spiele ich nur Gimli und Legolas. Einfach weil Aragorn nichts Besonderes kann. Speichern? Kein Speichern. Warum kann ich nicht speichern? Oh. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Eigentlich wollte ich ja nur speichern. Was bekomme ich? Blöde Punkte. Die ich alle nicht einsammle, weil... Das ist mir einfach immer zu viel, ganz ehrlich. Ja.
Machen wir mit Aragorn, wenn wir ihn schon zu selten spielen. Ja, ich werf dich ja gleich. Nur nicht so ungeduldig. Im Film willst du nie geworfen werden. Aber sag bitte nichts zum Elben. Ich hab doch alles gesehen. So. Also, den kann man runterschieben. So. Wieder so eine doofe Krähe. So. In die Macht. Hier, Kleinholz. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber hier kann man. Machen. Ey, du sollst basteln. Wenn schon hier B steht, dann bastel auf. Was ist das? So. Ah, und das kann man. Ah, das kann man verschieben. Aha, gut, dann tun wir das hier mal hier rüber schieben. Ich schieb mir wohl die Kugel. So. Wieder muss Gimli die ganze Arbeit machen. Ich hätte ja gern so. Hätte ja gern noch so einen Lego-Schach. Hier im Spiel, das wäre schon cool. Aha, so. So, das müsste jetzt reichen, um hochzukommen. Ja, das reicht. So. Mal wieder hier Kleinholz machen. Ich will jetzt speichern. Die Folge ist nämlich eigentlich schon zu Ende. Aber. Solange ich nicht speichern kann, spiele ich weiter. Ich tue euch ja jetzt auch nicht einfach so verabschieden. Könnte ich ja auch, aber dann müsste ich ja weiterzocken. Und ich will eigentlich mal zu Ende kommen und das Ganze durchrendern. Und jetzt? Ja, das wieder werfen. Hallo. Ah, jetzt können wir wieder basteln. Hier. Und da brauchen wir wieder Legolas. Legolas macht alle nass. Ich ziehe ganz deutlich da hoch. So. Das Basteln hier. Und runterschieben. Runterschieben. Hier ist auf jeden Fall. Aha, hier können wir jetzt Aragorn benutzen. Mann, ich will doch nur speichern. Dabei kann ich die Teile hier nicht zerstören. Das ist echt nervig. Ich bin wütend. Ich mach alles kaputt. Und alles nur, weil ich nicht speichern kann. Ja, toll. Was war das? So. Der grüne Spur. Ah, hier. Grüne Spur, grüne Spur, grüne Spur. Hä? Hier sind überall grüne Spuren. Ah. Frodo? Wo ist der Ring? Er hat sich Boromirs bemächtigt. Würdest du ihn vernichten? Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Geh, Frodo. Speichern bitte. Gut. Also, ich speichere jetzt und dann hau ich ab. Bis zum nächsten Mal. Wir haben so viele erreicht in den 4 Folgen. Fuck yeah. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.